möchte Sie auch noch mal ganz herzlich im Namen der Veranstalter begrüßen, der Wetzlarer Friedensinitiative, der Stadt Wetzlar, der Evangelischen Kirche und den Internationalen Friedensärzten IPPNW. Es ist eine Ausstellung mit einem schwierigen Thema und wir freuen uns natürlich, dass Sie so zahlreich gekommen sind, sich mit diesem Thema auch auseinanderzusetzen. Wir bedanken uns auch bei den Schülern der Werner von Siemens Schule, dass sie uns hier so wunderbar unterstützen und auch Liebach, herzlichen Dank für deine Musik. Vielen Dank an alle, die uns geholfen haben, hier diese Ausstellung zu ermöglichen. Den Aufbau, die ganze Organisation hat doch sehr viel Arbeit gemacht und dafür möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken. Ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist Hans-Martin Jung, ich bin seit 1984 Mitglied der IPPNW, ich bin als Allgemeinmediziner und Psychotherapeut in Wetzlar niedergelassen. Ein paar Informationen zu unserer Ausstellung. Diese Ausstellung hat ja ein etwas ungewöhnliches Format. Sie wurde im Prinzip als wissenschaftliche Ausstellung konzipiert, um die komplexe Problematik, mit der wir es hier zu tun haben, darzustellen und auch mit entsprechend harten Fakten zu hinterlegen. Wenn man sich die Poster anschaut, finden Sie in der linken unteren Bildecke Quellen, Informationen, wo man sich auch weiter informieren kann, wenn bestimmte Fragen bestehen, um halt auch in die Materie eindringen zu können. Unsere Organisation IPPNW geht zurück auf das Jahr 1981-82. Die Kardiologen Charsow und Laun, Charsow in der damaligen Sowjetunion und Laun in den USA, haben sich gefragt, was wir als Ärzte angesichts eines Atomkrieges überhaupt für die Betroffenen tun können und haben festgestellt, dass die ärztlichen Hilfsmöglichkeiten sehr, sehr gering sind. Und über diese Auseinandersetzung mit der Problematik ist die IPPNW, die Internationale Ärzte zur Verhütung des Atomkrieges, entstanden. Eine Organisation, die dann über die Sowjetunion, die USA, in zahlreichen Ländern sich verbreitet hat und bis heute 60.000 Mitglieder hat. Es sind nicht nur Ärzte in der IPPNW organisiert, sondern auch Nichtärzte. Sie können auch der IPPNW beitreten und bekommen wichtige Informationen, Einladungen für Ausstellungen und auch Kongresse und wertvolles Informationsmaterial dann. Sie haben eigentlich alles vorweggenommen, Herr Oberbürgermeister Wagner. Ich habe gar nicht mehr so viel zu sagen. Vielleicht ein Thema noch, was uns besonders am Herzen liegt. Wir sind ja als Bundesrepublik Deutschland immer auch noch Ziel eines Atomangriffs. Und zwar aus diesem Grund, weil in Büchel in Rheinland-Pfalz 20 Atomwaffen lagern mit etwa der 200-fachen Kraft der Hiroshima-Bombe. Diese Atomwaffen können mit Tornado-Kampffliegern innerhalb von kürzester Zeit in Ziele in Russland geflogen werden. Wenn man sich vorstellt, diese 20 Atomwaffen im Einsatz zu haben, hätte das für die nördliche Hemisphäre schon eine massive Beeinträchtigung der gesamten ökologischen Situation. Man müsste damit rechnen, dass es zu Klimaveränderungen kommt, ganz abgesehen von den verheerenden Folgen eines Atomangriffs. Aber die Folgen für die Welt wären schon bei diesen nur 20 Atomwaffen, wenn die eingesetzt würden, schon gravierend. Man muss sich jetzt vorstellen, dass noch etwa 1800 Atomwaffen weltweit stationiert und einsatzbereit sind. Innerhalb von kürzester Vorwarnzeit. Und dieser Punkt, der führt mich zu einem ganz entscheidenden Punkt. Der Atomkrieg aus Versehen ist die größte Gefahr, die uns eigentlich droht. Nicht der Atomkrieg aufgrund einer Konfrontation,
sondern der Atomkrieg aus Versehen. Es gibt einen bekannten amerikanischen Brigadegeneral, der lange in den USA und weltweit als Militär gedient hat. Der hat zum Abschluss seiner beruflichen Karriere gesagt, es ist eigentlich nur einer Glück und einer göttlichen Fügung zu verdanken, dass innerhalb des Kalten Krieges nicht ein Atomkrieg aus Versehen ausgelöst wurde. Es gibt zahlreiche Ereignisse, die auch dokumentiert sind, die aber der Öffentlichkeit nicht so bekannt sind, wo wir knapp an einem Atomkrieg vorbeigeschrammt sind. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der uns auch immer wieder aktiv werden lassen sollte. Ich möchte jetzt überleiten zu unserem Hauptredner, Herrn Dr. Stahl, den ich Ihnen gerne vorstelle. Herr Dr. Stahl ist Neurologe und Psychiater, geboren 1954 in Berlin. Er hat als leitender Arzt und auch als Chefarzt an namhaften Kliniken in der Bundesrepublik, in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Berlin, Thüringen und zuletzt auch in Hessen gearbeitet. Er lebt jetzt in Eschwege und widmet sich seit seinem Ruhestand intensiver der Friedensarbeit bei der IPPNW. Er ist aber auch einer der, man kann es schon sagen, Gründungsmitglieder der IPPNW, und wir freuen uns ganz besonders, ihn heute Abend hier begrüßen zu dürfen. Ich habe das ja eben kurz angekündigt. Wir bieten jetzt dann auch im Anschluss an unsere Veranstaltung noch zwei Führungsgruppen an, wo wir dann noch 10 bis 15 Minuten kurz einiges zu den Plakaten, zu den Postern sagen. Ich werde mit einer Gruppe nach unten gehen und Herr Stahl wird hier oben zur Verfügung stehen. Und wenn Sie Interesse haben, schließen Sie sich einfach. Just a little breeze.